Hallo und guten Morgen. Hier die News für den amerikanischen Wahlkampf. Denen arm ist, geht momentan ziemlich dreist, obwohl sie selbst gewählt haben. Trump liegt vor Clinton. Es ist jetzt 5:25 Uhr morgens und das Ergebnis steht noch aus. Es hat sich viel getan in der Nacht und sogar die kanadische Webseiten ist lahmgelegt, weil Amerikaner auswandern wollen. Höchstwahrscheinlich gehen die Mexikaner automatisch wieder heim, bevor die Mauer gebaut wird. Dann erspart er sich die Millionen für die Mauer. Aber die Drogen bleiben natürlich in Amerika, weil irgendwas muss ja da bleiben. So, was der so Footprints hinterlassen. Und die Hillary hat schon mehr oder weniger gepostet. Es war ein schöner Wahlkampf und wie es immer ausgeht, in Wirklichkeit wird es den Burschen ärgern. Ja, was heißt das jetzt da, wenn der Trump Präsident wird? Ich denke mal, die Amerikaner wollen was Neues. Die scheißen auf das ganze Alte. Die Clinton ist schon seit 40 Jahren oder mehr in der Politik und kein Schwein mag das mehr. Jetzt da nehmen sie den Trump und denken, okay, er hat viel gesagt, vielleicht setzt er irgendwas um. Ist einmal jetzt der Wähler denken. Was wirklich passieren wird, weiß sowieso keiner, aber Hauptsache die Aktienmärkte stürzen einmal ins Bodenlose. Alle Spekulation, die machen die Wirtschaft kaputt, nur mit ihrer scheiß Spekulation, ob der Trump jetzt der Untergang der Zivilisation ist oder nicht. Höchstwahrscheinlich wird es wie South Park, dass sie Kenny umbringen, aber wurscht, weil wenn die Hillary jetzt an der Macht wird, war es besser? Entschuldigen, aber was haben die in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren gebracht, außer dass sie Clinton in Rücken freigehalten hat, dass sie mehr oder weniger eine Laufbahn als Politikerin weitermachen kann. Und als Außenministerin ist sie auch kaltgestellt worden von Obama. Und Obama selbst, was hat er gebracht? Nüsse. Die werden alle bevormundet. Und wenn der Trump jetzt da kommt, bin ich gespannt, ob sie der bevormunden lässt von irgendwem. Das kann man mir nicht vorstellen, weil wenn irgendwas gegen seinen Strich geht, der ist Geschäftsmann. Und wenn der jetzt da wirklich Präsident wird, dann kann man sie eigentlich überraschen lassen. Im Gegensatz zu dem, wann die Hillary Präsidentin wird. Da kann man sie nicht mehr überraschen lassen, weil wir wissen, was dann passiert. Nix. Exakt. Und es wird da gelungen, es wird dort gelungen. Was die Amerikaner sich jetzt denken oder nicht. Vielleicht wandern sie alle nach Kanada aus. Die Kanadier können sich freuen. Und die Amerikaner können schon mal Französisch lernen. Jo. Zudem ist halt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. 5:30 Uhr, ich schätze mal, in einer Stunde wissen wir es dann. Und so viel zu sagen gibt es dann nimmer eigentlich, außer dass Amerika gewählt hat. Wir wählen am 4. Dezember, hoffentlich, wenn die Wahlkarten nicht wieder für den Arsch sind. Und es wird auf jeden Fall was Neues. Und was Neues es wird, wird man sehen. Kein Schwein weiß es. Aber hauptsächlich die Spekulanten haben die Aktien in Köln. Amerika ist das Land der begrenzten Unmöglichkeiten. Also, let's see. Okay, ciao. So, kommen wir noch zum Pfosten des Tages. Das ist der Eric Trump. Der Vollkoffer hat doch ein Selfie aus der Wahlkabine gemacht und hat sich damit strafbar gemacht. Ich meine, wie blöd muss man sein, dass man Selfie aus der Wahlkabine macht in Amerika, das ist strafbar. Und der Bush verweigert Trump die Stimme. Warum wundert mich das nicht? Dann, es geht sehr rund, es gibt Schießereien vor Wahllokalen, bla bla und so weiter. Trump gewinnt North Carolina. Also momentan liegt er sehr vorne. Also lassen wir uns überraschen.